Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir wissen ja mittlerweile, wie Babys lernen. Also sie kommen auf die Welt und es ist ja nur ein Teil ihres Gehirns ausgebildet. Und sie kommen auf die Welt und die ersten 3 Jahre lernen sie, wie man sich verhält in diesem Leben. Also wie man kommuniziert, wie man isst, was man isst, was man sagt, wie man geht, wie man sich ausdrückt, wie man Nähe und Wärme zeigt. Sie merken, wie man bestraft wird, was Leuten um einen herum gefällt oder nicht gefällt, was gefährlich ist, heiße Herdplatten zum Beispiel und was nicht. Und wir wissen, dass wir lernen durch Spiegelneuronen. Also wir sehen etwas und machen es danach. Das ist natürlich nicht die einzige Art und Weise, wie wir lernen, sondern da wir unendliche Seelen sind, die hier eine menschliche Erfahrung machen, kommen wir natürlich auch mit unseren früheren Erfahrungen, die da noch sehr viel aktiver sind als später, in dieses Leben. Und wir gewöhnen uns an, mehr und mehr auf eine unserer beiden Gehirnhälften besonders zu achten. Das lässt sich natürlich nicht so gerade einteilen. Also die linke Gehirnhälfte ist die analytische und die rechte Gehirnhälfte ist die kreative. Aber im Groben stimmt das natürlich. Jetzt habe ich über die ersten Jahre meines Lebens, bis ich wahrscheinlich sogar 40 war, eine sehr aktive linke Gehirnhälfte gehabt, also die analytische. Und die habe ich immer noch. Die ist ja in vielen Fällen sehr praktisch. Ich schätze sie auch sehr. Die hilft mir, hat mir bei meinen 13 Umzügen bisher sehr geholfen. Die hat mir geholfen, Bücher zu schreiben. Die hat mir geholfen, Kurse zu etablieren. Die hat mir geholfen, Sprachen zu lernen. Obwohl bei Italienisch das schon sehr mühsam war für mich und ich da immer noch nicht angekommen bin richtig. Aber die linke Gehirnhälfte ist die, die überlegt, ist das nützlich für mich, ist das praktisch für mich, passt das, die recherchiert, die kümmert sich um das Verstehen von logischen Zusammenhängen. Und es wird ja auch in der Schule und das ja in unserer westlichen Gesellschaft sehr antrainiert. Also wenn etwas gekürzt werden muss, dann wird nicht Mathematik gekürzt, sondern dann wird Sport gekürzt. Also es werden, oder Musik oder Werken, es werden diese Dinge weniger wertgeschätzt, weil sie natürlich auch etwas mit diesem, ja, mit diese Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft aufbauen, nämlich Brain, logisches Denken, Intellekt, Erinnerung. Also je mehr ich weiß an Informationen, die ich gesammelt habe und mir gemerkt habe, da kann man schon ziemlich Eindruck schinden damit. Jetzt, wenn wir aber diese beiden Gehirnhälften in Balance bringen wollen, und viele von uns hätten das gerne, da gibt es ja Gründe dafür. Also einmal ist unsere rechte Gehirnhälfte der Sitz unserer Intuition, natürlich nicht nur, weil unser ganzer Körper ist der Sitz unserer Intuition. Wir spüren ja alles durch den Körper. Aber es sammelt sich mehr oder weniger dort. Und dann beginnt die linke Gehirnhälfte, das zu kommentieren, was die rechte Gehirnhälfte gerade erspürt. Also angenommen, wir wollen uns ein neues Fahrrad kaufen. Dann können wir Recherchen machen, also ein, sagen wir mal, E-Bike, weil da gibt es ein bisschen mehr Recherchen. Da können wir Recherchen machen, wie das funktioniert, was das ist, wie lange das hält, was am besten ist,
die wenigsten Probleme hat, die meisten Leute kaufen, die meisten Kilometer hat, mir die meiste Kraft gibt, auch beim Bergabfahren. Also ich kann, wie schwer das Fahrrad dann wird. Also ich kann eine Unmenge an Informationen da erstmal sammeln und dann gehe ich los und im Idealfall fahre ich dann mal eins und wenn ich fahre, merke ich, welches mir gefällt und welches nicht. Und das ist intuitiven Gespürs, das ist meins. Da sagt alles in mir ja, das passiert bei uns, wenn wir umziehen, wenn wir in eine Wohnung gehen und wissen, ja, hier gehöre ich rein. Da ist es ja relativ egal, was die Recherche vorher gesagt hat. Wenn ich in die Wohnung reingehe und sage, hier weiß ich, dass ich mich wohlfühle, dann weiß ich das. Dann beginnt manchmal eben die linke Gehirnhälfte das zu analysieren und manchmal versucht sie uns das auch auszureden, indem sie sagt, naja, die Wohnung ist ja ganz nett, aber ehrlich gesagt, hast du da schon mal rausgeschaut? Wollen wir hier wirklich sein? Wir müssen doch näher am Bahnhof leben, weil wir oft mit dem Zug wohin fahren müssen. Also das ist spannend zu erleben, wie diese beiden Bereiche in uns, die beide zu unserer Unterstützung da sind, miteinander kommunizieren. Die Idee ist ja, dass die beide voneinander lernen und aufeinander hören. Allerdings, wenn unsere linke analytische Gehirnhälfte das alles übernimmt und wir nicht mehr gelernt haben, auf unsere Intuition zu hören, weil sie uns abtrainiert wurde, ja, dann müssen wir sie wieder antrainieren. Oft, und ich habe schon mal einen Podcast über Intuition gemacht, aber oft glauben wir, dass Intuition so plötzlich daherkommt. Also ja, die wünscht man sich und dann ist sie da und dann soll sie dauernd irgendwas sagen. Intuition sagt nicht dauernd was. Es gibt nicht dauernd was zu sagen. Intuition sagt was, wenn es was zu sagen gibt und wenn wir den Platz lassen. Wenn du Lust hast und jetzt gerade nicht irgendwo bist, wo du deine Augen offen brauchst, dann können wir das mal miteinander ausprobieren. Ist, wenn du die Augen bitte zumachst. Es geht auch mit Augen offen, aber es ist ein bisschen komplizierter. Also die erste Frage, die ich dir stelle, was riechst du gerade? Für manche ist es wie so ein Schalter, den man umlegen muss. Oh, okay, jetzt muss ich riechen. Und jetzt versuche, unterschiedliche Gerüche herauszufinden. Wie riechst du selbst? Riechst du das noch? Die meisten von uns riechen sich nicht mehr, weil es ein Geruch ist, der uns so vertraut ist. Wenn ich Schwierigkeiten habe, mich selbst zu riechen, dann führe ich meinen Unterarm zu meinem Mund, benetze mit Speichel die Haut von meinem Unterarm und rieche dran.
dann rieche ich mich wieder. Das war jetzt eine Übung im Riechen, die uns hilft, unsere rechte Gehirnhälfte wieder zu aktivieren. Da passiert jetzt was, weil die jetzt was tun muss und auch tut. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter, wenn du Lust hast. Schließ die Augen, wenn du magst. Und fühl die Temperatur in deinem Kopf. Wie warm ist dein Kopf? Gibt es Stellen, die eine andere Temperatur haben? Sind die Ohren so warm wie der Kopf? Wie ist die Temperatur an deinen Füßen? Ist sie gleich am rechten Fuß wie am linken Fuß? Wie ist die Temperatur in deinem Oberkörper? Und wie ist das in deinen Armen vergleichend zu deinem Oberkörper? Und die letzte Übung. Was höre ich um mich herum? Also wenn du Kopfhörer auf hast, dann drück auf Pause und nimm sie raus. Was höre ich um mich herum? Wir haben also jetzt viel über uns erfahren in dieser kurzen Zeit. Unsere rechte Gehirnhälfte, wenn wir sie sehen könnten, wäre wie ein Feuerwerk. Da passiert was. Da wird was angeregt, was vorher so ein bisschen, ja, so ein bisschen rumgesummt hat. Das ist jetzt richtig aktiv. Diese aufmerksame Betrachtung haben wir weiter unsere rechte Gehirnhälfte angeregt, aufmerksamer zu sein. Hat sich da die Linke schon gemeldet? Hat sie schon gesagt, was ist das für Schmarrn?
wieso machen wir das? Ah, oder hat sie gesagt, ah, das ist ja toll, das muss ich öfter machen. Ich muss mich da mehr drum kümmern, um meine rechte Gehirnhälfte. Was sagt die Linke da? Hat sie was gesagt? Oder war sie brav und hat sich einfach zurückgehalten und war erstaunt vielleicht sogar, was da passiert? Oder sagt sie, ach, das mache ich oft, das kenne ich. Erlaube dir, dich zu erinnern, wie du gestern irgendwo reingegangen bist. Das mag jetzt ein Restaurant gewesen sein, ein Laden, ein Büro, ein Zimmer mit Leuten drin. Also am besten irgendwas, wo Menschen waren. Erlaube dir, dich da an diesen Eingang zu stellen in deiner Fantasie. Versuche dich in dir reinzusetzen und aus deinen Augen da an diesem Eingang zu stehen. Und jetzt erlaube dir nachzuspüren, was dir als erstes aufgefallen ist, wie du diesen Raum betreten hast. War das eine bestimmte Stimmung, ein bestimmtes Licht? Eine bestimmte Farbe. Was hast du als erstes erspürt, wie du da reingekommen bist? Das sind natürlich alles Übungen, die wir ab jetzt häufig machen können. Und jetzt war auch gerade bei der letzten Übung, kommt meistens die linke Gehirnhälfte und fragt sich, ja, aber was bedeutet denn das? Die linke Gehirnhälfte muss es ja einordnen, der analytische Verstand will ja sagen, ja, was ist denn, wenn ich als Farbe jetzt gelb gehabt habe, was heißt es denn jetzt? Was ist denn, wenn ich als Farbe jetzt grün gehabt habe, was heißt denn das jetzt? Das ist sehr spannend, weil natürlich im Idealfall dieses Zusammenspiel ein wunderbares ist, aber wenn wir etwas trainieren wollen, was so ein bisschen untergebuttert wurde, wie wir in Bayern sagen würden, dann braucht es ein bisschen, bis es erstmal wieder stabilisiert sein darf, bis es stärker sein darf. Das waren Übungen, um unsere rechte Gehirnhälfte zu aktivieren. Wir tun das deswegen, um unsere Intuition zu stärken und auch unser menschliches Sein aus diesem reinen analytischen rauszuholen. Denn dieses Beurteilende, was das eben auch ist, ist halt auch sehr harsch. Nicht nur uns selbst gegenüber, auch anderen gegenüber. Und wenn wir uns betrachten können als Wesen, die was verstehen wollen, die was erleben wollen, die wachsen, die immer wie ein Kind mehr Weisheit, mehr Wissen, mehr Offenheit hinzufügt, dann gehen wir auch mit uns selbst liebevoller um. Und ja, verständnisvoller. Wir schauen nicht nur auf das, was wir nicht können, sondern wir schauen eben auch auf das, was wir können. Und ja, auch im spirituellen Wachstum liegt der Fokus auf einer Verfeinerung. Das heißt aber nicht, dass ich in dieser Verfeinerung das, was ich schon kann, komplett ignoriere. Ich kann nur verfeinern, was schon da ist. Weil sonst reden wir von einem groben Aufbau. Das ist es ja nicht mehr. Wir sind ja aufgebaut.
was wir jetzt machen, ist, dass wir es in eine Meisterschaft bringen wollen. Und das heißt nicht, dass unser Gesellensein unwichtig oder nicht klug war. Selbst all diese Dinge, die wir angeblich falsch gemacht haben, haben wir auf Seelenebene eben überhaupt nicht falsch gemacht, sondern es war eine Aufgabe. Wir haben etwas ausprobiert, wie dieses Fahrrad, von dem ich erzählt habe, am Anfang, und haben festgestellt, naja, das ist ja kein Fahrrad für mich. Der Lenker gefällt mir nicht und macht so ein komisches Geräusch und überhaupt, nee, der Sattel ist auch nicht meins. Und das ist, was die Intuition ja macht. Die Intuition wird uns zeigen, mehr und mehr. Mehr und mehr. Nicht, dass sie es uns nicht schon vorher gezeigt hat. Mit diesem Menschen möchte ich tanzen. Mit diesem Menschen möchte ich Zeit verbringen. Da passt es in unserem Zusammensein. Und da drüben passt es nicht so. Das heißt nicht, dass die schlecht sind oder dümmer sind oder noch nicht so weit sind wie wir. Das heißt nur, dass das nicht zusammenpasst. Wie wenn ich mit meinem Fahrrad nur bei mir in der Gegend rumfahren will, dann schließe ich mich auch keiner Gruppe an, die jedes Wochenende eine 60-Kilometer-Tour über die Alpen machen will. Was zu mir passt, erkennen wir am besten dadurch, dass wir nicht nur unseren analytischen Verstand herausfinden lassen, ob das so ist, sondern eben auch unsere rechte Gehirnhälfte und unser Gespür mitspielen lassen. Und ja, diese Übungen kann man jeden Tag machen. Was rieche ich eigentlich? Wie ist die Temperatur? Was höre ich eigentlich? Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.